Ja, jetzt Ohren und Augen gespitzt für Blaues Rauschen. So heißt ein ziemlich abgefahrenes Festival, das diese Woche in drei Städten wirklich Außergewöhnliches bietet. Abtauchen in digitale Dimensionen lautet das Motto. Und da gibt es bis Freitag elektronische Musik in Verbindung mit seltsamen Projektionen oder Tanz. Internationale Künstler machen mit und zeigen in Essen, Herne und Gelsenkirchen ihre digitalen Sound-Experimente. So klingt der Geschmack von Rotwein. Ein Musikprojekt wandelt Geschmack in Töne und Bilder um. Das Festival Blaues Rauschen steckt voller Sinneserfahrungen. Jeder Act setzt sich mit den technischen Möglichkeiten einer digital gewordenen Welt auseinander. Künstler Friedhelm Hartmann musiziert übers Internet gleichzeitig mit drei Komponisten live aus Israel, Ungarn und Spanien. Wir fangen an mit der Minute vor der letzten Minute, vor dem Kanon. Und so klingt das Soundexperiment. Sogar das Publikum kann die Sounds per Laserpointer mitsteuern. Die Herausforderungen sind sehr unterschiedlich. Es gibt technische Herausforderungen. Wir leben mit dem Internet und das ist nicht so exakt, wie man das immer gern hätte. Und dann die Herausforderung der musikalischen Art. Wie werden die verschiedenen Komponisten das hören, was sie machen? Wie reagieren sie aufeinander? Das ist ein großes Abenteuer. Der Künstler lebt in Tel Aviv und kommt extra für dieses Klangexperiment nach Essen. Chagall setzt Bewegungen in Töne und Computerbilder um. Ein Ganzkörperanzug wird zum Instrument, mit dem die Performerin ihre eigenen Bewegungen über Sensoren in den Rechner überträgt. Ein niederländischer Künstler schreibt seine Komposition live in den Computer und das Publikum ist bei der Entstehung jedes Sounds dabei. Befehle verwandeln sich in Musik. Künstlerischer Leiter Karl-Heinz Blomann versammelt zum vierten Mal exotische Kunstprojekte, die sich mit dem Zusammenspiel von Mensch und Maschine beschäftigen. Wir präsentieren auf dem Festival KünstlerInnen, die sich kritisch mit der Digitalisierung auseinandersetzen. Das bedeutet, es ist immer ein Spiel zwischen analog und digital. Genauso wie im Alltag, wo uns computergesteuerte Kühlschränke, Autos, die fast nur noch aus Computern bestehen oder die dauernde Abhängigkeit von der Handynutzung quasi unser Leben bestimmen. Das wirklich abgedrehte Festival läuft zeitgleich in Herne, Essen und Gelsenkirchen. Tickets gibt's übrigens ganz im Zeichen der Digitalisierung, nur online. Ganz schön abgefahren, oder? Frisch ist es geworden. Morgens einstellige Werte, da tun dickere Jacken und Pullis schon gut. Mal sehen, wie sie